Liebe Leute, was war denn das für ein Auftritt des VfB Stuttgart? 1-3 zwar am Ende bei Real Madrid, aber sich aller Ehren wert geschlagen. Und wir haben immer nach solchen Spielen ein 90+3 für euch mit den drei wichtigsten Dingen rund um diese Partie. Einfallstor Mittelstädt. Man hat einen Spieler ganz klar ausgemacht gehabt bei Real Madrid, den man attackiert hat. Jetzt ist seitdem man attackiert hat, alle Angriffe, gerade in den ersten 55, 60 Minuten von Madrid, liefen über links. Mittelstädt wurde von Rodrigo das eine oder das andere Mal vernascht nach Strichpunktfaden. War dann auch beim 0-1 nicht unbeteiligt, hatte da seine Aktien drin. Danach aber, das ist eine gute Nachricht, hat sich sowohl der VfB stabilisiert, als auch Nebel in die Seite gewechselt. Dadurch hat er mehr Unterstützung gehabt von Friedrich Garcia gehalten. Mittelstädt ein bisschen besser hinten raus. Der Auftritt im Allgemeinen. Der VfB hat hier bewiesen, dass er Champions League-fähig ist und würdig ist vor allem. Er hat ja auf Augenhöhe mitgespielt, hat Madrid zeitweise so sehr geärgert, dass die Herren in Weiß ordentlichen Hals hatten, weil sie nämlich hier hinterherlaufen mussten und zwei Kämpfe führen mussten, die sie eigentlich gar nicht gewohnt sind zu führen. Am Ende, wie gesagt, hat es nicht gereicht, hat sich die Klasse durchgesetzt, die höhere Klasse von Real Madrid. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der VfB kann hier mehr mitnehmen, hat hier gewonnen im Sinne von nicht nur an Erfahrung, sondern eben auch an Reputation. Ja? Er konnte hier eigentlich gar nicht verlieren, außer er hätte sich hier nach Schnitt und nach Fahrt vorführen lassen. Das ist aber nicht passiert. Der dritte Punkt. Leute, was soll ich sagen? Diese Stadt war ein Traum in Rot. Und zwar der ganze Tag von heute Morgen an. Es war eine Visitenkarte, die Stuttgart hier abgegeben hat. Und zwar die Stuttgarter Fans. Und zwar eine sehr, sehr ordentliche. Lautstark, freundlich, höflich, trinkfest. So wie sich das gehört, hat man hier eine Performance abgezogen. Hat sich auch von den leichten Schikanen der spanischen Obrigkeit nicht außer Ruhe bringen lassen. Und ihr seht es ja, es gibt gerade eine Blocksperre, die dürfte noch nicht gehen. Aber hey, das Spiel ist 20 Minuten aus. Jetzt schaut euch mal da hinten an, was da Sache ist. Mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen.